Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Doraemon. So, neuer Tag, neues Glück. Wir haben jetzt den zweiten Sommertag. Wie sieht es eigentlich mit meiner Ausdauer aus? Relativ gut, möchte ich schon fast sagen. Kyoto und Kätzchen, naja, eher was ein halbes Herz. Reden wir besser nicht drüber. Annika, halbes Herz. Jojo und Bianca auch noch ein halbes Herz. Also, ich tue mich relativ schwer anscheinend, mich mit den Tieren anzufreunden. Das ist echt übel. Gucken wir mal. Oh, Hortensien, nehmen wir wieder mit. Würde gerne jetzt auch langsam endlich mal den Wald erkunden wollen. Aber vorher, nee, kommt doch. Vorher möchte ich gerne, ein bisschen einkaufen gehen. Mal gucken, ob Jamie da ist. Wenn ich Glück habe, schenkt sie mir vielleicht Saatgut. Wo ist Jamie? Bestimmt am Strand oder sowas. Na, Tolli, ich war vorher mal gucken können. Shizuka, Suneo, Rabiola, Helen, Bull, Rumpy, Pandas, Mitty, Blake, Chen. Nee, nicht Jamie. Ich suche. Was ist das? Hä? Da, Gemma. Nicht Jenny, Gemma. Und sie ist in Jennys Haus. Oh, sie ist zu Hause. Gucken wir mal. Hoch? Wo geht's denn hier hoch? Hier irgendwo? Ist hier was? Nee. Ach, das ist ja. Ja, klar. Die wohnen ja nicht hier drin. Das ist ja hier gleich nebenan, ne? Hier? Jennys Haus. Na, ihr? Was geht? Hallo! Hast du nicht zufällig Ailo, oder? Das wäre wirklich wunderbar. Nein, leider nicht. Ah, zu schade. Wen könnte ich wohl noch fragen? Hey, Nobita, hast du schon zu Mittag gegessen? Hi, Nobita! Ist gerade schwierig, was sie essen, ne? Man sitzt gleich 13 Uhr auf. Das kann gut sein. Ja. Es ist schönes Wetter draußen. Es wird wohl spazieren gehen. Oh Mann. Schade. Schade, sie schenkt mir was. Das finde ich ganz wunderbar. Na gut. Dann würde ich mich mal jetzt hier hinlegen. Nickerchen bis 15 Uhr. Und ich hoffe, dass sie jetzt hier den Laden offen haben. Oh, mach mal Platz. Ja! Willkommen! Willst du etwas kaufen? Mais, Tomate, Sonnenblumen. Das ist ja schon mal was. Und ein riesiger Rucksack. Ach, der kostet 12.000. Das wären 16.000 gewesen. Den brauchen wir für Verbrauch in absehbarer Zeit. Ganz dringend sogar. Tomate wächst doch eigentlich nach. Genau wie Mais, denke ich. Daraus wächst Mais. Erntbar nach ca. 14 Tagen. Mehrmals. Sommerernte. Daraus wachsen Tomaten. Sonnenblumen. Nach ca. Tagen mehrmals. Das sind alles die Mehrfachsachen. Krass. Ach, richtig teuer. Ich muss überlegen, wie ich meine Felder nochmal angelegt habe. Ne. Also, ich glaube 12 Stück pro. So, oh, das wird schwer mit dem Geld. Dann kaufen wir erstmal das, was am längsten braucht. Okay, nehmen wir mal es. Da wächst der Bauch am längsten. Oder wir machen erstmal von überall eine kleine Menge von. Vielleicht erstmal nur 6 Stück. Okay. 6-mal Mais. Ja. Dann noch 6-mal Tomaten. Und dann noch 6-mal Sonnenblumen. So. Okay. Weizen würde ich gerne eigentlich auch mal ausprobieren. Und mal mit einer Sische. Noch 15 Tage. Wäre eigentlich sinnvoll, oder? Oder ich investiere in Dünger. Könnte ich ja jetzt machen, ne? Nehme ich mal. 6 plus 6 plus 6. 18. Schwierig. Ich überlege. 36 ist jetzt auch nicht so gut. Dann 72 mal. Kann ich mir 72 mal leisten? Kann ich. So, 72 mal. Ja, probieren wir mal. Auf jeden Fall geht ganz schön ins Geld, aber okay. Bauen Trinkgeld, Leute. Richtig dringend. Wir sind blank. Aber so richtig. Stimmt, tolles Wetter haben wir. Was, Nobita? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal hier um alles kümmern. Da habe ich so schon die Felder vorbereitet. Und dann klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Schade. Na gut. Könnt ihr euch gleich nochmal angucken. Ich glaube, man hat es eben eh schon gesehen. Oh, Unkraut. Her damit. Die Frage ist,
Nee, komm, ich lasse das jetzt erstmal so. So, so habe ich mir das überlegt. So schöne Felder, ne? Nichts da. Machen wir es halt anders. So, kann ich jetzt... Wie ist denn das jetzt, wenn ich hier auflade? Hui, das war ja krass. Junge. Machen wir nochmal. Alles klar, da kann man quasi ein 3x3 Feld machen auch. Bei Englisch... Super. So, haben wir das jetzt auf jeden Fall gemacht. Das war's mit Saat. Aber ich kann düngen. Auch. So. Aber spalte ich den ganzen Dünger, ne? Ja, nur den Dünger, den ich halt verbrauche. So. Perfekt. Ja, und dann wird jetzt noch gegossen. Oh Mann. Ich hoffe, dass die nächste Stufe bei der Gießkanne auch ein 3x3 Feld wird. So ähnlich gerade wie bei meinen Superhandschuhen. Das würde alles um so vieles erleichtern. Na, mal hin. Komm, hab ich morgen dann auch weiter was kaufen können. Das haben wir denn alles gerade in der Versandkiste nochmal drin. Mal zusammenfassend reingucken. Ja, da kriegen wir vielleicht ein bisschen Geld raus. Stimmt's, Penta? Hey, wir kommen bei Penta zur Schlacherei. Brauchst du was? Nein, nein, nein. Alles gut. Aber ich stand gerade irgendwie Dinge, die ich weglegen kann. Ja. Ah, die Hortensien kann ich eigentlich auch gleich reinlegen. Ich brauche dringend Platz. So. Ach ja, sollte ich vielleicht Penta das Gold geben? Zeit, diese Tür zusammenzuzimmern. Perfekt. Verstanden. Stell sicher, dass es die beste Tür ist, die Türme es je gesehen hat. Oh. Ja, na, die sieht da mal richtig prachtvoll aus. Besser als die andere. Und fertig. Schon? Du bist unglaublich schnell. Danke dir, Penta. Ich baue sie ein. Also komm mit. Okay. Schau mal, Türmes, eine niegelnagelneue neue Tür. Frisch aus der Zimmerei. So lobe ich mir das, Kumpel. Ah, du hast eine neue Tür mitgebracht? Na gut, lass mal sehen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich nehme sie. Bau sie gleich ein, Penta. Sicher. Wie versprochen, gebe ich euch die Tür, die ich im Wald gefunden habe. Ja, wir haben es geschafft. Aber was wollt ihr mit dieser alten Tür überhaupt? Du meinst mit dieser total gewöhnlichen Tür? Nichts. Was er sagt. Nun, will ich sie ausprobieren. Also muss ich Doraemon kurz ausleihen? Die Tür ausprobieren? Warte, Nobita. Wozu die Eile? Sie verhalten sich ganz schön verdächtig. Da ist doch was im Busch. Und ich werde herausfinden, was. Merke dir meine Worte. Okay, keine Zeit zu verlieren. Nutzen wir es. Mit der Überallhin-Tür kannst du wählen, wohin du gehen möchtest. Bin ich hier... Ja, wie kann ich das bitte wählen? Ich weiß nicht wie. Es muss irgendwo in der Stadt sein, was? Ja, davon können wir leider nichts drehen. Und wohin willst du? Zum Pfeifenberg. Lass uns zum Pfeifenberggipfel gehen. Pfeifenberggipfel kommt sofort. Ja, anscheinend kann man es überall in der Stadt verwenden. Ach, das Leben ist jetzt ein ganzes Stück bequemer. Hey, jetzt liegt uns die Welt zu Füßen. Oder zumindest die Stadt. Danke, Kumpel. Wollen wir zurück nach Natura Ost? Ich will hier bleiben. Ich will hier bleiben. Okay, dann bis später. Okay, so ganz habe ich das nicht verstanden. Okay. Tür prüfen. Aha. Okay. Jetzt könnte ich quasi zur Natura Ost laufen.
Ist jetzt immer dieser Shortcut so? Hätte ich jetzt vielleicht auch Farm auswählen sollen, um schneller zur Farm zu kommen, weil das brauche ich vielleicht öfters mal. Ich zoome mal kurz raus, um mehr sehen zu können, was hier so abgeht. Ich möchte hier alles im Blick haben. Was gibt's hier oben? Da ist noch ein bisschen was an Unkraut. Liegt nicht wirklich viel im Wald. Das ist gerade ein wenig enttäuschend. Schauen wir mal hier runter, was da so ist. Gucken wir uns mal den Fellerwald an. Wow, Unkraut. Oh, ich glaube, ich habe gerade eine Zikade aufgeschreckt. Und da ist auch noch eine Zikade. Die schnappe ich mir, Freunde. Die Frage ist, wann man sie aufschreckt. Zikadi-Leini-Leini-Lein. Zikadi-Leini-Leini-Leini-Lein. Das ist ja wie bei Animal Crossing hier. Ah! Nein, ich habe sie aufgeschreckt. Aber immerhin kann ich. Wie ich gerade sehe, habe ich meine Axt dabei? Wo ist aber eine Axt nicht mit? Wie doof ist das denn? Dann will ich wieder zurück. Ohne meine Axt gehe ich nirgendwo hin. Ich muss doch hier Bäume fällen. Warum habe ich meine Axt abgelegt? Bin ich denn doof? Ja, moi, bin ich denn deppert? Stimmt, Cindy? Was ist denn hier los? Ich angle mal an sonnigen Tagen. Du solltest auch kommen, Nobita. Ich will gucken, wo es hier noch eventuell Früchte gibt an Bäumen. Hier waren doch irgendwo auch noch Bäume, die Früchte haben. Ich versuche gerade so ein bisschen die Umgebung zu checken. Na, komm her. Quelljungfer. Sehr schön. Warum mal die Bäume? Oh, da ist noch einer. Da ist eine Zikade. Ich sehe sie. Oh. Das fange ich auch noch. Was ist das? Eine Königsjuwel, aber da oben. Da seht ihr sie. Ich glaube, ich würde direkt von vorne ran. Hab sie. Eine Eichenzikade. Sehr schön. Auf jeden Fall sind hier wieder ganz viele Bäume, die ich gerne fällen wollen würde. Ah, das sind die Bäume, die ich meinte. Und die tragen anscheinend auch keine Früchte. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt im Sommer Früchte tragen. Ich warte einfach mal noch ein bisschen. Aber bis auf die paar Hortensien, die hier in der Stadt sind, scheint hier nichts Besonderes zu sein, was ich einsammeln kann. Ach ja, und der Ingwer. Den habe ich natürlich schon fast vergessen. Der ist natürlich super. So, wie viel Geld habe ich jetzt bekommen? Oh, auch nicht so viel. Oh Mann. Das wird echt unschön. Hoffentlich ist morgen wenigstens unser Haus mal fertig. Ich warte schon ewig, dass wir endlich eine Küche haben. Das ist echt belastend. So, eine Küche ist schon traurig, das Leben. So, das stecke ich mal alles ein. Und warum zur Hölle habe ich meine Achseln abgelegt? Wo zur Hölle ist meine Axt? Da ist sie. Halt damit. Okay. Axt ist wieder in meinem Inventar. Was sagt meine Energie? Was sagt die Energie? Was sagt die Energie? Was sagt die Energie? Die Energie sagt, dass ich noch ganz viel von ihr übrig habe. Dann haue ich mal noch ein paar Bäume weg, oder? Wir brauchen ganz dringend hartes Holz. Und ich glaube, ich hatte immer die Chance nutzen, dass das Zeug hier nachgewachsen ist. Und ich laufe gerade dann mal wieder irgendwo lang, außer da lang, wo ich eigentlich lang sollte, vermute ich. So, und jetzt hat er richtig geschnitten. So, während ich hier stumpfsinnig gegen Bäume schlage, glaube ich, ist es auch langsam mit der Zeit, mich zu verabschieden, oder? Ich habe gerade überhaupt kein Gespür für die Zeit. Ich weiß gerade nicht, wie lange die... Was war das denn? Ich habe überhaupt kein Gespür für die Zeit gerade, aber ich glaube, wir sollten die Folge langsam beenden. Na komm. Na, jetzt. So, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.